Willkommen zurück bei Zelda Part 1 und... Nee, 62 schon. 61 war gerade. So, ich hab diesen Turm geschafft. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Okay, da ist noch ein Turm. Da ist auch noch ein Turm. Die habe ich jetzt beide noch markiert. Sind sonst hier noch irgendwelche Türme oder irgendwas? So. Dann habe ich hier unten vorne noch einen Schrein gesehen irgendwo. Ja, erstmal mit dem reden. Ziemlich hoch. Puh. Gra. Wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hochgekommen? Wie bitte? Aber gut, ich bin Forscher, Vogelvolk. Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen? Das war... Soll ich den mitnehmen? Ah. Okay. Okay, mit Gebühr. Scheiße auf den Schrein. Ja, hier ist jetzt der Schrein, den würde ich gerne nehmen. Aber da unten ist der ja, den kann ich danach machen. So, den Schrein machen wir als nächstes. Hier in dieser Schlucht. Ich versuche jetzt einfach weit zu kommen. Weil immerhin genug Ausdauer. Ja, das war's jetzt gleich. Ende! Toll, und jetzt? Krieg ich jetzt eine Belohnung? Ah. Anscheinend. Deine Belohnung? Ja. Cool, danke. Okay. Die Herausforderung besteht weiter. Nein, oder? Danke, Echse. Danke, danke. Boah, ey, das ist, kotzt mich gerade so an. Ich wollte nur was gucken. Einen Scheißbogen bekommen, auf den ich gar keinen Bock habe. So. Okay, die habe ich eh schon beide markiert, die Türme, also ist mir jetzt auch egal. Toll, hätte ich, wäre ich mal weiter geglitten. Ich dachte, ich habe die vielleicht nicht markiert. So, wir gehen jetzt zu dem Schrein hier unten. Wo ist der denn? Jetzt bin ich schon vorbei. Tatsache. Ich glaube schon. Ja, es kommt immer näher. Hier ist er. Okay.
Machen wir den. Und dann gehen wir doch wieder zu den Orni. Uni oder wie die auch immer heißt. Kiva Zartas Schrein. Bin ich gerade? Bin jetzt gerade in dem Schrein. Ne, ich bin noch nicht in dem Schrein. Ach so, man muss dann noch mal runterfahren. Ja, okay, okay. Hat das was mit Kiwis zu tun? Den Kugeln hinterher. Okay, ich probiere mal aus. Ich gehe erstmal hier drauf. Okay. Das geht dann auf jeden Fall auf. Da kann man sich wahrscheinlich hochschleudern lassen, ne? Ich komme da nicht klar mit diesem Schleudern. Wieso kann man nicht höher geschleudert werden? Was ist das denn für eine Kacke? Oh, man muss das nur im richtigen Moment machen. Man irgendwas abschießen, keine Ahnung. Oder muss man auch noch abspringen? Ja, höher kriege ich das nicht hin. Scheiß drauf. Nächste Sache. Einmal gucken, ist hier hinter irgendwas? Nein. Okay, Idee. Mit dem Pfeil die Kugel da abschießen. Okay, nicht cool. Stasis und dann mit dem Pfeil die Kugel abschießen. Von hier aus am besten. Da brauche ich noch nicht mal Stasis. Okay, man braucht wohl doch Stasis. Ach nein.
braucht einen Doppelschussbogen. Deswegen hat er mal geschossen. Ja. So, jetzt geht das auf. Dann kann ich das nehmen. Mich hier draufstellen. Das da reinwerfen. Nur im richtigen Moment da hoch katapultieren. So, dann kann ich hier hochgehen. So, ich bräuchte auch langsam mal neue Pfeile, die hole ich mir dann nach. Genau, wenn ich das jetzt geschafft habe, hole ich mir neue Pfeile. Mach mal kurz den Part Pause, weil ich eben was machen muss und dann geht der Part gleich weiter. Für euch, das ist nur ein Cut. So, es geht weiter. Genau, ich wollte jetzt hier raus. Ich wollte mir Pfeile holen. Ah, guck mal, wenn man ein Elektro-irgendwas-Typen hat. Gut zu wissen. So, ich wollte Pfeile haben, die kriege ich in Kakariko. Deswegen geht's nach Kakariko. So, du. Elektroschleime verschießen Blitze, wenn sie angegriffen werden. Ey, dieses Elektro geht mir so auf den Sack. Das ist echt hier so, bei jedem Elektro-Dings geht mir das auf den Sack. Ah, genau, ich will einmal runtergehen. Ganz am Ende des Dorfes. Kann ich mir Pfeile holen? Holzpfeile. Alle. Ja, ich will alle kaufen. Sind das Feuerpfeile? Brauche ich jetzt nicht. Und tschüss. Dann geht's zum Dorf der Oni. Okay, die habe ich noch nicht geschafft, diese Kraftprobe. Habe ich gerade keinen Bock drauf, könnte ich aber machen. Ich gehe am besten direkt zum Dorf und dann gucke ich mal von da aus, was ich als nächstes da machen kann. Hätte ich vielleicht auch vorher machen können. Aber naja. So. Dann wollte ich hier einmal gucken, Tagebuch.
Jetzt mache ich der einsame Baum. Dann kann ich da direkt hingehen und ja, es stimmte schon irgendwie. Ich habe da beim Sora-Reich noch was, das könnte ich auch mal machen. Aber will ich gerade nicht. Hier muss ich hin, oder? Schieß los, in Ordnung. Okay, er hat von dem eine Wunde. Theba, das ist ein Freund. Ich will jetzt einfach alles wissen. Okay, Bombenpfeile werde ich wieder brauchen. Tschüss. So, ich muss Tabea zurückbringen. Ich überlege, ob ich da folgen muss. Ja, muss ich. Oh, kann sie bitte ein bisschen schneller laufen? Ja, jetzt lauf doch. Ey, die läuft ja so lahm, wie ich noch nie jemanden hab laufen sehen. Was ist denn mit der falsch? Da vorne ist noch ein Schrein. Den will ich gleich auch noch mitnehmen. Boah, ey, bitte. Bitte, bitte, bitte. Komm an. Also, das ist ja, ganz ehrlich, da kann ich auch meine Füße eincremen. Aber das ist ja sowas. Nee, oder? Bin ich dir im Weg? Dann geht die jetzt wieder zurück. Das ist ja trotzdem das Lahmste, was ich je gesehen habe. Da links ab und fliegt jetzt. Die ist bestimmt schneller, als wenn sie fliegt. Ja, perfekt. Danke, danke, danke. Ja, flieg einfach geradeaus. Da ist eh der Schrein, wo ich hin will. Ja, jetzt kann ich mit ihr reden. Ja, ich will die Geschichte hören. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem krossen Baum auf einem krossen Berg. Groß oder kross? Plötzlich sah er einen riesig weißen Vogel. Mein Opa flog dem hinterher und dann wurde der gegessen von dem Vogel. Der große Baum, da kannst du ihn sehen. Ja, da muss ich also hin, oder was? Nee, ich will die nicht nochmal. So, was soll ich jetzt machen? Ja, man muss zu dieser scheiß Zeder, jetzt gehen wir da hin. Ist doch logisch. Gehen wir vorher an dem Schrein vorbei. Dann gehen wir da oben zu der Zeder und fertig. Warum die immer noch blinkt, weiß ich nicht. Gott, Rentiere. Ja,
gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Wir hauen einfach ab. Ich will nur zu dem Schrein. Ich kämpfe nicht gegen die. Die greifen mich nicht an. Warum ist es jetzt hier plötzlich so arschkalt? Ich habe doch dieses Diadem an. Ich guck mal eben, wo es die Rüstung gegen Kälte gibt. Zelda Breath of the Wild. Rüstung gegen Kälte. Achso. Ja, reingehen wäre natürlich auch eine geile Sache. Laden der Orni. Wir sind gleich nachher Athene uns einen Winterwams holen. Wahrscheinlich muss man jetzt hier einfach nach oben gehen. Ja, sage ich doch. Nein, das ist schon wieder verkackt. So, ich möchte... Die ganzen Sachen runtergefallen, scheiße. So, Winterwams hole ich mir gleich. Oder was im Dorf der Orni. Das kostet aber irgendwie 1000 Euro. Habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Kann man da so verkacken? Kann man so verkacken? So, wo will ich hin? Hier gab es doch irgendwo eine Leiter, oder? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Ah, gut, hier kann man drauf gehen. Ich dachte jetzt gerade, man müsste da in der Luft irgendwie dagegen gehen. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ah. Nochmal eins nach oben. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Okay, man musste das einfach nur weiter drücken. Jetzt weiß ich aber nicht, was man weitermachen muss. Okay.
man jetzt hier auf den richtigen Zeitpunkt warten, oder was? Boah, ich hab keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Stasis irgendwas machen. Na, geht doch. Ah, da muss man hin, okay. Verstanden. Okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Ich hab jetzt gerade nur keinen Bock drauf, sorry. Ich kann da ja jederzeit wieder hin. Ich will jetzt nach Athen, um mir erstmal einen Winterwams holen. So, und das machen wir im nächsten Part. Bis dann, ciao.